Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von KX Drift Racing zusammen mit dem Raphael. Servus. Und wir haben in der letzten Folge da diesen Subida gemacht. Hoppala. Genau. Und der Raphael hat mich da letzte Folge mit dem MX-5 da so, weiß ich nicht. Weil ich habe da irgendwann mal einen, mal schauen, wo er ist. Genau, da ist er. So wie er da steht, war er irgendwann mal in der Folge, so wie ich ihn gern hätte. Und ich habe ja mittlerweile einen, aber der schaut nicht ganz so aus. Und zwar, ich weiß nicht, blende ich Foto? Nein, ich blend nach ein Foto sein vielleicht. Aber der schaut auf jeden Fall anders aus und den müssen wir jetzt umbauen. Und da haben wir ja das Dock, das passt eh auch. Lichter machen wir auf. Also nicht, dass die Leute das falsch verstehen, er hat einen in echt. Also nicht nur in-game, sondern in echt. Weil, würde ich jetzt nicht wissen, dass du einen hast, würde sich das für mich irgendwie so anhören, nachdem du gesagt hast, wir haben mittlerweile einen, dass du in-game den meinst. Ach so, na. Das lassen wir's. Ja, das machen wir genau als Cabrio, so schaut er eh aus. Ja, Roll Cage. Hab ich keinen. Schweller. Ist jetzt die Frage, soll ich ihn wirklich 1 zu 1 machen? Oh ja. Komm, 1 zu 1. So viel halt geht. Naja, weil so Seitenschweller hätte ich eh auch ganz gerne noch. Aber okay, ich mache ihn wirklich 1 zu 1. Das kannst du dann irgendwann. Du kannst ihn ja quasi so. Ja, wie sagt man, so virtuell quasi so machen, wie es dann jetzt hast. Und sobald du halt irgendwas geändert hast, machst du dann eigentlich Folgenvideo so gemacht hast. Mhm. Das heißt, du kannst dann quasi übers Game sagen, wie es dann in echt hast. Mhm. Ja, ein Problem gibt's. Jetzt schon. Ja. Und zwar, also ja, das Problem vorher, das hat's vorher schon gegeben, und zwar vorhin bei der Stoßstange. Habe ich ja unten so eine kleine Lippe drauf, die gibt's aber da so nicht. Und die Heckstoßstange mit dem Auspuff gibt's natürlich auch nicht. Ja, schade, aber. Also halt das, was geht. Ja, so viel wie es geht. Ich kann euch ja mal kurz das einblenden, wie das bei meinem ausschaut. Und ja, das kriege ich halt da nicht ganz hin. Hoppala. So, Spoiler, ja, habe ich natürlich keinen. Obwohl, da wird es auch gar keinen geben, der mir irgendwie gefällt. Schauen alle nicht gut aus. Was gibt's da eigentlich? Ich dann schon kommen, wie du nach den Aufnehmer gar rausrennst oder beziehungsweise sobald du das Video schneiden tust, dass du vollgas rausrennst, gar ein Foto machen von dem, wie es in echt ausschaut, dass du es ja auch einblenden kannst. Ich habe genug Fotos, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, ich weiß, wir haben Fotosession gemacht, oder? So, die Sitze. Ja, die sind halt stock. Das Lenkrad. Warte mal, da muss ich jetzt ran. Ja, das geht wieder irgendwie nicht gescheit. Warte mal, wenn ich bei der. Ja, weiß nicht, warum der da so komisch da. Lenkrad. Da kommt, glaube ich, das am ehesten hin, oder? Ja. Das da. Das ist natürlich beides Stock. Felgen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die finde. Ich finde meine Felgen nicht. Das gibt's ja nicht. Ich lasse jetzt einfach die. Weil die schauen. Ja, nein, die schauen nicht so ähnlich aus. Aber irgendwie halbwegs. Die anderen, die. Passt irgendwie alles nicht. So, da müssen wir natürlich die Farbe noch ändern. Und zwar. In. Orange. So, mal schauen, ob ich das Orange treffe. Irgendwie schaut das komisch aus. Ohne diese silberne, diese Stylebar, die ich habe. Aber ja. Helligkeit. Ja, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Und dann die Felgen, die sind natürlich Silber.
Das heißt, keine Sättigung. Hä? Warum kann ich da die Farbe nicht ändern? Ach so. Das ist alles da, das hier vorne. Was, die drifte okay. Die ganze Zeit, Alter. Ich drifte die ganze Zeit in die linke Richtung. Also immer noch links. Alle anderen einmal Richtung. Auf einmal sehe ich noch. Jetzt, wir sind dauernd zum Weckerdraht. Tja. Oh, jetzt wird es wieder. So, einen roten Reifenrauch haben wir nicht. Der geht so gut zum Driften, der ist so schnell wieder am Start. So. Okay. Ich wär's, glaube ich. Schauen wir mal kurz Prüfstand. Mhm. Von der Höhe. Von der Höhe passt da, glaube ich, so ungefähr. Felgen habe ich 16 Zoll Felgen. Müsste ich aber noch ein bisschen weiter rauf, weil sonst schaut das komisch aus. Sag mal, haben wir da bei der... Ja. Das ist natürlich nicht so. Hoppala. Da Aufhängung. Runter. Runter. Motor. So, 602 PS habe ich leider nicht. Wenn ich da... Warte mal, Drehzahlbegrenzer, der ist bei 7,5. Ja. Du müsstest ihn eigentlich so weit runterschrauben von der PS-Anzahl und das Ganze, bis du ihn echt hast. Tja. Komme ich leider nicht hin mit dem Ultimate Kit. Ohne Turbo, ohne Motorabstimmung, mit geringstem Drehmoment und 7500 Drehzahlbegrenzer komme ich auf 237 PS. Ja. Das sind 121 zu viel. Ja. Gut, aber so könnte ich ihn dann nicht wirklich driften, also... Naja, driften geht schon. Ja, naja, aber mit 240 PS nicht. Naja. Ich drehe das jetzt wieder ein bisschen hoch, dass wir da wenigstens irgendwas machen können. Schauen wir mal kurz wegen die Bremsen. Ist, glaube ich, ein bisschen viel. Hoppala. So, und wegen dem Getriebe haben wir ja Sperrdifferenzial. Das speichern wir mal so. So, Multiplayer. Findet der... ja. Perfekt. So. Bist du wieder drin? Ja. Jut. Also die Bremsen, die brauche ich ja nur kurz böse anschauen und die blockieren schon. Ja. Er hört sich halt im Spiel nicht so geil an wie in echt. Ja, schade. Das Ding gerecht. Dafür schießt er du mehr. Tja, ja, das ist aber auch noch unfair. Was? Das ist unfair, der ist noch. Da ist am Motor noch überhaupt nichts gemacht worden bei mir. Aber das kommt noch. Das ist ein Xbox-Neger. Xbox-Neger. Das hat noch gut. So, warte mal, reinsetzen. Hey, warum kann ich mich da nicht umschauen? Aber das schaut doch alles... Ah, warte mal, das hier mit Licht. Das schaut doch alles sehr gewohnt aus. Nur, dass ich nicht... Bist du schon da eigentlich? Ja, ja, ich bin schon im Spiel. Nur, dass ich die Klima nicht so auf... nicht so auf kalt aufdreht habe, weil da würde ich, glaube ich, abfrieren. Der ist bei mir immer ganz auf heiß. Und ich habe meistens auf... auf Gesicht und auf die Füße und nicht auf die Windschutzscheibe. Kommt drauf an.
Meinst du den echt? Ja. Ja, servus. Ja, ich bin deppert. War der wirklich fast wie echt das? Ja, gell? Warte, ich komm mal wieder rauf. Ja. Dann musst du aber bei mir vorbeidriften, weil ich komm gleich wieder runter. Okay. Dann fahr ich außen. Servus. Und machen wir gleich wieder oben, oder? Du oben und ich rauf. Ja, von mir aus. Ja, wieder vorbeidriften. Vielleicht finden wir irgendwie ein Uhrending. Also das Lenkrad schaut fast genauso aus. Das Einzige, was ich zum Bekritteln habe, ist, dass ich keine 6 Schrauben da habe, sondern nur 5. Boah, das war jetzt aber knapp. Na? War die 3 jetzt schon wieder um. Okay. Warte mal. Oder kommt irgend so ein Neger oben? Ja, nein, ich fahr grad woanders. Mhm. Wo fährst denn du grad? Nein, ich fahr grad so mal dumm. Ja, ja, deshalb sag ich ja wo. Beim Kreisverkehr grad. Ah, okay. Wow. Ja, guck ich noch erst hin. Obwohl. Oh, bruh. Das war so eine komische. Ja. Warte mal, jetzt probiere ich was, ob das noch immer funktioniert. Boah, das ist gar nicht so leicht aus der Kameraperspektive. Was, Philipp? Ja? Ich fahr gerade schon wieder außen rum. Was der? Autobahn und das Ganze. Ah ja. Bin irgendwie geiler, wenn das auf. Ja. Geht mir irgendwie mehr davon. Ja, dann fahr ich da auch mal raus. Mal schauen, da ist das gegangen, oder? Nein? Ja, bei dem Polizeiauto. Ja, aber bei dem. Nicht bei dem SUV, sondern bei dem da. Genau. Wenn du dann rechts immer weiter fährst, dann kommst du zu mir oder so. Aber vielleicht sehen wir sie anders, woanders auch. Ich fahr jetzt gerade über die Autobahn. Ah! Hinter mir gefahren. Bei 200 bin ich im Begrenzer. Mhm. Boah, da ist so geil zum Overdriften. Bist du deppert? Ich frage mich halt nur, warum die Map-Entwickler so eine geile Map da bauen. Nicht nur zu. Die das dann nicht nehmen. Fahren. Ich glaube, dass es eh mehr oder weniger Absicht war. Absicht. Dass man rausfahren kann, ja sicher. So, warte, jetzt will ich aber mal kurz was schauen. Das 6-Gang-Getriebe ist eigentlich unrealistisch. Und bis 300 ist auch nicht angeschrieben. Oh. Ja, und ich bin vielleicht gerade durch die Map gefallen. Ei! Ich wahrscheinlich auch gleich. Bist du deppert? Ich schleif mir da zusammen. So, aber. Schauen wir mal kurz.
driften da jetzt zuerst mal runter. Ich glaube bei 250 sowas bin ich im Begrenzer. Ne, ich habe meinen Begrenzer auf dem echten Begrenzer gesetzt. Mhm. Weil, wo ist deiner am Begrenzer? Boah, ich glaube bei 250 bin ich ganz drauf. Na, Drehzahl. Achso, ja, bei. Warte mal. 8,5. Ja, normalerweise sind es ja 7,5. So, aber wenn ich an 100er fahre. Bist du der Party Flick aus der Mepasse? Die Übersetzung passt. Fast. Also bei einem 100er sind es ungefähr bei mir 3400 Touren. Halt in der 5. natürlich. Aber man muss da jetzt die 6. nehmen, weil es der größte Gang ist. Okay. Bist du immer noch draußen irgendwo? Na, ich bin gerade durch die Map gefahren, ich bin jetzt wieder drinnen. Hm. Dann komm wieder raus. Warte mal, ich mach kurz ein leibendes Foto. Nein, okay. Das Logo, das kriege ich da gut weg. Vielleicht komme ich mit Glück noch. Nein, rutsch. Nein, hör auf ins Rutschen. Wie hoch da? Geht schon. Komm schon. Jawohl. Jetzt ist er dabei. Ah, da ist der Baum da so blöd, da kriege ich das Logo nicht weg. Nein, jawohl. Jetzt ist besser. Okay. Hat sich schon wieder erledigt. Der Xbox-Neger will den Russen da ausschmeißen. Das glaube ich nicht. Hm. Fahren wir die Stiegen rauf? Jawohl. Okay, können wir nicht. Ich fürchte, ich komme da nicht mehr weg. Dann lass dich respawnen. Ja. Was bringt sich nichts. Ich spawn dauernd wieder drauf. Okay. Am Weg. Wahnsinn, das gibt's ja nicht. Boah, hoppala. So viel Pech muss man wirklich haben. Ich habe einen Russen gerade abgeschossen. Warum hast du nicht auf die Straße zurückgespawnt? Waffe. Hallo. Oh ja, ich habe eine Befürchtung. Hören Sie mich noch? Ah, jetzt höre ich dich wieder. Aha. Jawohl. Ja, Leute, anscheinend ist mein Internet gerade. Weil er hört mich nicht mehr. Oh ja, ich höre dich, aber irgendwie nicht so oft. Ja, na, hörst du mich jetzt oder nicht? Ja. Ja,
Ja, warum sagst du dann vorher nichts, wenn ich eh schon zehnmal frage, ob du mich noch hörst? Ich hab die ganze Zeit ja gesagt. Hallo? Ja! Ich sag's euch, der ist ein Wahnsinn. Aber ich hab's auf Aufnahme, also... Das kann er sich dann gerne anschauen, wenn das mal nicht glaubt. Weil wir am Spiel reden. Vielleicht... Okay, bei mir ist rot mit 26er Ping, das ist auch geil. Wo ist er denn, der Raphael? Da ist er. Der dreht sich gerade nur im Kreis. Jetzt ist er weg. User in your channel, time that. Okay. Na gut. Bist wieder da. Hey. Hallo? Ja. Hörst du mich? Ja, ja. Lol, ich bin bei mir nicht einmal disconnected quasi. Er hat mir jetzt einfach nur, quasi ich frag, wie du sagst, er ist anscheinend wieder da und auf einmal connected. Ja, na. Vom TS hat sich halt geschmissen. Also Leute, das ist eine ziemlich komische Folge heute. Ich würde sagen, ich beende es jetzt. Ja, na gut, bei mir sind sie auch schon 24 Minuten. Weil der Neger, der antwortet mir irgendwie nie. Ja, genau, ich antworte nicht, okay. Und ja. Gut. Würde ich sagen, na, hört man jetzt noch was von ihm oder nicht? Eigentlich wollte ich seine Dings jetzt, seine Abmoderation da jetzt auch für mein Video verwenden, dass ich nichts sagen brauche. Jetzt hat er sich gemutet. Ich sag's euch, der ist verwirrt. Na gut, aber dann war's das für diese Folge. Jetzt haben wir ja den MX-5 da umgebaut. Ja, und falls bei mir irgendwann dann irgendwelche Modifikationen gibt, dann werden wir schauen, ob wir die da auch hinkriegen. Ja, glaube ich zwar eher nicht. Jetzt ist er zweimal da. Okay. Na gut, aber dann war es das für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Like und Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.